Kapitel 16. Der Zwiespalt der Dunkelheit. Dieses Lagerfeuer, welches mein Licht der Hoffnung darstellte, war das erste, das ich sah, als ich wieder aufwachte. Mein Kopf dröhnte, mir tat alles weh. Aber am wichtigsten war, ich lebte. Nach ein paar Minuten sah ich endlich, was in meiner Umgebung los war. Ich befand mich in einer Höhle. Es war die Höhle, in welcher sich das Portal zurück in unsere Welt befand. Meine Verletzungen waren notdürftig verarztet worden. Um das Lagerfeuer vor mir herum saßen 4 Pokémon: Günther, Hydropi, Latias und Latios. Als ich sie entdeckte, zuckte ich zusammen. Ich wusste nicht, was nun ihr Plan war. Weshalb hatten sie mich am Leben gelassen? Würden sie mir eine Chance geben, ebenfalls der dunklen Macht beizutreten? Latias bemerkte mein Erwachen, doch sie wirkte sehr zurückhaltend, anstatt arrogant, wie ich erwartet hatte. Floink, du bist endlich wach. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sorgen? Warum soll ich euch das glauben? Ich weiß genau, was hier los ist. Außerdem seid ihr doch selber schuld an meinem Zustand. Genauer gesagt, Günther. Wir wissen über alles Bescheid, Floink. Zu meiner großen Überraschung begannen sie alle, mich über das, was wirklich geschehen war, zu informieren. Also, es ist so, ich weiß nicht, wie ich das so erklären kann, dass du es uns glaubst. Günther unterbrach sie und übernahm das Wort. Okay, Floink, ob du uns jetzt glaubst oder nicht, liegt an dir. Wenn nicht, dann ist es dein gutes Recht und wir werden dich in Ruhe lassen. Aber so unglaubwürdig, wie es auch klingt, das Ganze war das wohl schicksalhafteste Missverständnis, das ich je erlebt habe. Missverständnis? Da kann man ja wohl nichts missverstehen. Ich hab doch alles genau gehört. Von wegen, ich dürfe die Prüfung nicht bestreiten. Und es müsse einfach ein Unfall werden. Genau das ist es. Also Floink, es war so. Ich bin ehrlich zu dir. Als wir auf dem Weg nach Schatzstadt in dieser Welt waren und Latios dich gefragt hatte, ob es dir gut geht, hast du gesagt, dass es... hast du zwar ja gesagt, aber es gibt wenig Leichteres, als dabei herauszuhören, dass du gelogen hast. Und das ist natürlich auch verständlich. Die vorherigen Tage waren zwar für uns alle schon schlimm genug, aber für dich mussten sie die wahre Hölle gewesen sein. Wir redeten, als du eingeschlafen warst, darüber, bis wir uns geeinigt hatten. Die Pokémon dieser Welt spielen nie nach den Regeln, also würden wir es auch nicht tun. In deinem Zustand waren dir solch schwere Prüfungen einfach nicht zuzumuten. Wir wollten sie an deiner Stelle bestreiten. Und deswegen sagte ich auch, du dürftest sie nie bestreiten. Ich war mir sicher, dass du es nicht schaffst. Als wir uns schließlich dabei waren, die Umsetzung zu planen, gab es viel Streit. Wir alle waren uns sicher, du würdest uns nie freiwillig alleine gehen lassen. Das mit dem Unfall war so gemeint, dass du vielleicht versehentlich in der Tohaido-Klippe eingesperrt werden würdest, genauso wie du es mit uns getan hattest. Und genau diese wenigen Sätze waren alles, was du gehört hattest. Als du anschließend geflohen warst, waren wir alle ziemlich panisch. Wir stellten verschiedene Theorien auf und schließlich begann ich den anderen meine Theorie einzureden, nach welcher du uns verraten hättest. Und dann noch unser kleines Streitgespräch vor dem Kampf. Als das stattfand, war Latias Theorie für mich so gut wie bestätigt. Erst kurz bevor du bewusstlos geworden bist, habe ich realisiert, was wirklich passiert ist. Ich hatte ihm die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Alles, was er sagte, ergab völlig Sinn und würde perfekt zu meinen Freunden, wie ich sie kenne, passen. Ich wusste, er sagte die Wahrheit. Und jetzt ist das alles rausgekommen. Wir wollten dir nur helfen und haben dein Leben noch schlimmer gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie schrecklich es für dich war. Kannst du uns hier verzeihen, Floink? Ich wusste nicht genau, was ich nun sagen sollte. Mir steckte ein Kloß im Hals. Und du, ja alle. Es war einfach schrecklich. Ich dachte, ich müsste die gesamte Schlacht alleine zu Ende führen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte, ich hätte endgültig alles verloren. Ich war entschlossen, Lord Ecke zu retten, doch wie ich danach weitermachen wollte, stand in den Sternen. Ich wusste nicht, ob es sich überhaupt lohnte, weiterzumachen. Ich dachte, es wäre einfach das Beste. Ich will nicht daran denken, was alles hätte passieren können. Natürlich verzeihe ich euch, es ist nicht eure Schuld.
Ich hätte einfach ein einziges Mal ehrlich sein müssen, eure Hilfe akzeptieren. Also, bestreiten wir diese letzte Schlacht wieder als Team? Die anderen antworteten überhaupt nicht, sondern starrten mich verwirrt an. Wie Finale? Was ist mit den Prüfungen? Ich dachte, ihr wüsstet, dass... Vor allem du, Günther, du hast die Dunkelheit doch sogar schon gespürt, als du gegen mich gekämpft hast. Ich habe die Prüfung schon bestanden. Wir haben eine eigene dunkle Macht. Meine Freunde schienen nicht recht zu wissen, was sie denken sollen. Warte, was? Du willst uns gerade erzählen, dass du innerhalb von gerade mal 2 Tagen alle Prüfungen bestanden hast? Ich dachte, du hättest die gesamte Zeit auf der Flucht verbracht. Nun ja, ich wusste ja, dass ihr mich sucht, auch wenn ich den Grund offensichtlich nicht kannte. Deswegen versuchte ich, meine Aufgabe so schnell wie möglich zu erfüllen, damit ich die dunkle Macht so schnell wie möglich besiegen kann. Das heißt, unser Plan ist völlig fehlgeschlagen. Mach dir nichts draus, Günther. Dafür haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Und wer weiß, vielleicht hat mich das Ganze erst genug abgehärtet und mir dieses letzte nötige bisschen Entschlossenheit gegeben, die letzte Prüfung bestehen zu können. Theoretisch war nun also alles bereit. Es war an der Zeit für unser großes Finale. So zumindest meine Ansicht. Doch meine Freunde überzeugt mich, dass es schlauer war, noch zu warten, bis meine Verletzungen verheilt waren, was natürlich auch Sinn ergab. Somit verbrachten wir noch etwa eine Woche in der dunklen Welt. Länger dauerte es nicht, da Latias in den Resten des Waldes vor der Höhle Kräuter mit einer heilenden Wirkung gefunden hatte und es schaffte, Medizin daraus herzustellen. Ansonsten tat ich wenig anderes, als meinen Freunden zu berichten, was alles geschehen war. Ich erzählte von meiner Reise ins Void, vom kurzen Kampf gegen Iveltal. Ich erzählte von Giratina, der mir erst etwas seltsam, aber sehr freundlich vorkam, sich dann jedoch als Gott der Zerrwelt herausstellte, und von Darkrai, unserem altbekannten Feind mit einer geisteskranken Sicht auf diese Welt und einer unfassbaren Macht. Vor allem eben diese Erzählung über meine letzte Prüfung brachten die anderen ebenso ins Grübeln, wie sie es bei mir getan hatten. Als wir noch 2 Tage warten mussten und ich fast mit meiner Erzählung fertig war, berichtete ich ihnen auch noch einmal, was zuvor geschehen war in der Festung der dunklen Macht. Die Woche verging wie im Flug und ich merkte, dass ich meine Freundin wirklich nie verloren hatte. Und nun war es soweit. Wir standen alle zusammen bereit. Wir waren versammelt, vor dem Tor, zurück in unsere Welt. Uns trennte keine Stunde mehr von der Schlacht gegen den alten Verräter Nick Crossmar. Das Finale sollte anbrechen. Das Portal vor uns begann dunkellila zu glühen. Ich spürte die Präsenz der dunklen Macht. Sie löste sich von mir und schwebte langsam auf das Tor zu. Nichts konnte uns mehr stoppen. Das Portal begann erste Spuren eines Durchganges zu bilden, als auf einmal ein Schatten durch unsere Reihen schoss, so schnell, dass man nicht sehen konnte, was es war. Die dunkle Macht zerbrach inmitten des Portals und zerbarst in feinen Staub. Das schemenhafte Wesen gab sich zu erkennen, blieb jedoch schemenhaft, wie es war. »Wir haben uns lange nicht gesehen, närrische Wesen!« Habt ihr allen Ernstes geglaubt, ihr könntet hier hinter meinem Rücken eine billige Kopie meines Selbst erschaffen und mich damit besiegen? Wie amüsant! Die wahre dunkle Macht im Besitz von Lord Ekesin stand wieder vor uns. Unsere letzte Hoffnung war pulverisiert und verteilte sich mit dem Wind in die Welt. Wir hatten versagt. Wir würden an Ort und Stelle gegen die dunkle Macht kämpfen müssen. Wir würden chancenlos sein und untergehen. Und ihr leistet mir besser keinen Widerstand. Ihr seid meine Gefangenen. Wir versuchten alle verzweifelt dagegen anzukämpfen. Doch es war unmöglich. Sie schickte einen nach dem anderen zu Boden. Nach wenigen Minuten standen nur noch ich und Latios. Latios sprach zu mir. Floink, hier ist wohl für uns Endstation. Ich habe noch genug Energie, dich in das Schatzstadt dieser Welt zu bringen. Finde irgendeinen Weg, die Welt zu retten. Ich bitte dich, Floink. Ich wollte ihm widersprechen. Er konnte es nicht tun. Ohne meine Freunde war ich hilflos. Zudem war unsere letzte Möglichkeit auf eine Rettung verloren. Doch bevor ich überhaupt etwas sagen konnte, stand ich bereits auf dem Dorfplatz. Alleine, verlassen, niedergeschmettert.
Doch ich konnte nicht aufgeben. Meine Freunde hatte ich zwar verloren, doch sie hatten mir eine finale Chance gegeben. Ich musste versuchen, sie zu nutzen, denn ich wusste, es war meine letzte. Ich musste irgendwie an noch eine dunkle Macht kommen. Meine Motivation schwand wieder. Die einzige, die es neben unserem Feind gab, wurde zerstört. Ich hatte nicht einmal mehr die Kraft der Splitter. Doch ich konnte auch nicht hierbleiben. Ich trottete einfach los, in irgendeine Richtung, ohne Ziel. Je weiter ich lief, desto mehr Orte sah ich. Und all das kam mir bekannt vor. Ich lief über eine riesige Einöde. Und als ich schließlich im Wald der verlorenen Seelen ankam, dämmerte es mir. Meine Vision, jene, die ich hatte, exakt bevor ich den Seelensplitter des Mutes bekam. Mein angeblicher Albtraum. In ihm war ich exakt diesen Weg abgelaufen. Es war ein und derselbe, Meter für Meter, hier in der dunklen Welt. Nur im Zentrum des Waldes traf ich niemanden. Kein Günther, keine meiner anderen Freunde und schon gar kein Lord Ecke. Doch trotzdem musste es etwas bedeuten. Ich musste das Geheimnis lösen. Vielleicht würde ich dann den Schlüssel zum Sieg finden. Mit diesem Gedanken konnte ich mich zumindest etwas aufmuntern. Ich machte mich auf den Weg zu einem großen Berg. Wie ich heute weiß, genau zum richtigen Ort. Dem Berg der Wahrheit. Mein damaliger Plan war gewesen, vom Gipfel dieses Berges das ganze Land zu überblicken. Somit würde ich vielleicht etwas erspähen, das mir weiterhelfen könne. Doch bereits am Fuß dieses Berges stand eines der seltsamen Schattenwesen vor mir. Es floh nicht wie alle anderen zuvor, sondern sprach: Unser Meister, ihr seid an diesen Ort zurückgekehrt. Ich verstand nicht, weshalb mich dieses Wesen als seinen Meister ansah und warum es meinte, ich wäre schon einmal hier gewesen, obwohl beides nicht stimmte. Ich ignorierte es und schritt weiter heran. Nach etwa einem Kilometer traf ich auf das nächste Wesen. Wir haben lange auf eure Ankunft gewartet. Ich entschied mich, es zu ignorieren, so wie all die anderen auch. Doch es endete nach diesem zweiten Wesen nicht. Im Gegenteil. Ich traf bei meinem Aufstieg noch viele solcher Wesen, die verschiedensten Dinge sagten. Wir haben euch erwartet, Meister. Wo wart ihr all die Zeit, Herr? Sie erweisen uns erneut die Ehre. Es ist schon so viele Jahre her. Ich war immer mehr verunsichert. Jedes dieser Wesen seien mir ein Meister, ein Herrscher. Hatte ich noch etwas von der dunklen Macht, die ich gewonnen hatte, in mir? Aber nein, ich wusste, dies lag nicht an meiner Rolle als Auserwählter. Endgültig zu viel wurde es mir, als ich nahe dem Gipfel kein Schattenwesen mehr traf, sondern Iveltal. Warum habt ihr nichts von eurer Ankunft berichtet, Meister? Mir platzte langsam der Kragen, da niemand mir erklärte, was hier los war. Warum nennt ihr mich euren Meister, Iveltal? Antworte mir! Er antwortete doch nicht auf meine Frage. Dies ist der Berg der Wahrheit. Du wirst die Wahrheit herausfinden, wenn du voranschreitest. Somit schritt ich weiter voran. Direkt am Eingang zum Gipfel wartete nun auch Giratina auf mich. Meister, hast du deine Bestimmung erkannt? Warum, Meister, verdammt nochmal? Was ist los mit euch allen? Du weißt nichts von deiner Bestimmung, Meister. Tritt auf den Gipfel. Dort wird Darkrai dir die Wahrheit geben, nach der du so lange suchst. Die Wahrheit über deine Vergangenheit. Ich stockte, als Giratina dies sagte. Die Wahrheit über meine Vergangenheit. Etwas, das ich mein ganzes Leben lang suchte. Nun endlich sollte ich sie finden. Hier, in einer zerstörten Welt, erzählt von einem geisteskranken Feind. Und diese Wahrheit war sie der Schlüssel, den ich suchte. Ich trat vor, um alles zu erfahren. Darkrai schwebte bereits über der Klippe. Er sah auf die Welt hinunter. Von ihr oben konnte man alles überblicken. Die endlosen Weiten. Mehr eigentlich nicht, da es nicht mehr gab. Du hast dich also entschieden, hierher zu kommen, Floink. Na endlich, wenigstens einer, der mich nicht Meister nennt. Giratina sagte, du gibst mir die Wahrheit über meine Vergangenheit, Darkrai.
Wie? Sie ist dir noch nicht bewusst? Ich dachte, du hättest bereits 1 und 1 zusammengezählt. Du hättest so die Antworten bekommen, nach denen du strebst. Denk doch noch einmal über alles nach. Warum wir dich bei deiner Prüfung verschont haben. Von was deine Vision gehandelt hat. Warum dich alle Wesen hier ihren Meister nennen. Verstehst du es nicht, Floink? Du bist der Herrscher dieser Welt. Nun war ich völlig verwirrt. Erstens, was hatte mein Albtraum damit zu tun, außer dass er in dieser Welt stattfand? Und zweitens, das konnte nicht stimmen. Du lügst mich an. Ich weiß genau, dass die dunkle Macht der Herrscher dieser Welt ist. Ich habe nie etwas anderes behauptet, Floink. Oder sollte ich dich dunklen Rächer nennen? Deine Vision war eine Szene aus deiner Vergangenheit. Du hattest diese Welt erobert und wolltest dein neues Reich inspizieren. Hierbei bist du in einen Hinterhalt geraten. In diesem Hinterhalt haben die Parallelform deiner Freunde ein uraltes, fast vergessenes Ritual durchgeführt. Das sogenannte Ausgleichsritual. Für dieses müssen die Kraft des Lichts und der Dunkelheit gesammelt werden. Beide Instanzen lösen sich hierbei auf. Doch deine Freunde wussten nicht, dass sie die Macht der Finsternis auf ihrer Seite brauchten, um die dunkle Macht vernichten zu können. Bei ihrem Ritual wurde die dunkle Macht gespalten. Der abgespaltene Körper wurde durch einen Leck im Raumzeitkontinuum in eine andere Welt gebracht. Und dieser abgespaltene Körper der Finsternis ist niemand anderes als du selber, Floink. Ich konnte schwer atmen. Mir schossen viele Gedanken durch den Kopf. Eine Apokalypse, tausende Tote, dieser Samen, eine gesamte Welt. All dies durch mich? Ich hatte all die Zeit solch einen Hass auf dieses Wesen gehabt, für alles, was es getan hatte. Und nun sollte ich es selbst sein? Doch ich wusste, Darkrai sagte die Wahrheit. Mit diesem Bewusstsein kehrte meine Erinnerung zurück. An die dunkle Welt, an meine Armee. Doch trotz dieses Fehlschlages deiner Freunde ereignete sich ein Wunder. Anders als jeder erwartet hatte, wurde die andere Hälfte der dunklen Macht ein normales Pokémon. Sie fühlte wie ein normales Pokémon. Jeder hier hatte eure Welt bereits als verloren angesehen, im Angesicht der Finsternis. Doch nun bist du hier. Geh tief in dich, Floink. Du kannst deine Kräfte selber freisetzen, wenn du dich erinnerst. Du benötigst keine Splitter. Deine Aufgabe ist es, die Finsternis aufzuhalten. Und wegen deiner Wahrheit wollten wir zunächst nicht, dass du die dunkle Macht bekämpfst. Sie weiß, wer du bist. Und wenn sie dich tötet, dann wird sie ihre volle Macht zurückerhalten. Sie wird alles zerstören. Doch nun, mit deiner wahren Macht, hast du eine Chance gegen sie. Ich ging tief in mich. Ich sah Bilder vor mir von Krieg, Vernichtung, Glorie und der endgültigen Zerstörung. Und dann die gesamte dunkle Macht durchströmte mich auf einmal. All die Kraft. Mit solch einer Macht konnte ich alles tun. Als ich meine Augen wieder öffnete, hatte Darkrai eine Art Spiegel vor mir errichtet. Ich glühte vor Finsternis. Meine Augen leuchteten rot. Das gesamte Orange auf meiner Haut war zu einem dunklen Rot geworden. Und das, was du hier siehst, ist der dunkle Rächer. Die zweite Hälfte der dunklen Macht und der wahre Auserwählte aller Welten. Ich hätte es nie gedacht, doch ein einziges Mal in meinem Leben. Ich wünsche dir viel Glück, Floink. Ich glaube an deinen Sieg. Auf einmal stand ich wieder in der Höhle, in welcher ich gerade erst meine Freunde verloren hatte. Ich konnte das Portal nun passieren. Ich musste aufbrechen. Doch zuerst wollte ich kurz testen, was ich mit dieser Macht alles konnte. In meiner Form als dunkler Rächer kämpfte ich vor allem mit Hilfe der Gedankenkraft. Ich teleportierte mich, erzeugte Doppelgänger, schwebte. Ich konnte alles, was auch Darkrai konnte. Es war atemberaubend. Doch nun war es endgültig an der Zeit. Ich musste den finalen Kampf antreten. Gegen mich selber. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass ich ein Teil der dunklen Macht war.
Doch nun stand das Schicksal aller Welten auf dem Spiel. Ich durchschritt das Portal zu meiner finalen Prüfung.